Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Hier haben wir praktisch eine Holzwand, die aber nicht auf dem ersten Blick aussieht wie eine Holzwand. Genau, muss man manchmal erklären. Es ist so, dass man Massivholzhäuser auch mit Putzfassaden bauen kann, sodass das wirkt wie ein gemauertes Haus auch. Und man hat trotzdem die Vorteile von einer Massivholzwand, das heißt eine haptisch warme Wand, Behaglichkeit durch die Sichtholzoberflächen, wenn man das möchte. Was hat die Wand gegenüber einer Steinwand noch für Vorteile? Bei uns ist es so, dass wir eine Massivholzbauweise haben, wo wir keine Bauchemie im Wandaufbau und der Wandkonstruktion verwenden. Das heißt, diese Massivholzelemente, aus denen die Wand konstruiert wird oder gebaut wird oder das Haus gebaut wird, sind nicht verleimt, sondern sind bei uns mit so Hartholzschrauben verbunden, hat eine bauaufsichtliche Zulassung, ist also von der Statik und vom Brandschutz her ganz normal ansetzbar. Jetzt haben Holzhäuser schon ein bisschen so das Vorurteil, dass die sehr lärmempfindlich sind, also knarren und so weiter. Also bei uns knarzt nichts mehr. Die Toleranzen sind durch die hohe Vorfertigung über Fertigungsroboter so eng, dass die Bauteile sehr gut aufeinander abgestimmt montiert werden. Aber vor allen Dingen werden Dimensionen verwendet, die einfach eine Schwingung unterbinden und damit auch ein Knarzen von einem Haus. Ist Holz als Baumaterial nachhaltiger, würden Sie sagen, das ist auch der richtige Weg in die Zukunft? Wir haben ein RAL-Zertifikat für CO2-senkende Bauweisen in Holz zum Beispiel und können nachweisen, dass bei unser Gebäude so viel CO2 gespeichert hat, dass man das Gebäude mehrere Jahrzehnte betreiben kann, jetzt zum Beispiel mit einer Wärmepumpe, bis man ökologisch überhaupt einen Fußabdruck hat, dass man positiv wird. Also wir haben in unserer Bauweise eine CO2-Senkenleistung, die kombiniert mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft auch dazu führt, dass die Umwelt klimatisch entlastet wird. Im Vergleich jetzt zum Beton oder zur klassischen Bauweise, wo halt ein hoher CO2-Ausstoß durch die Zementherstellung und durch das Brennen der Ziegel stattfindet. Das ist schon ein ökologischer Fußabdruck, mit dem wir uns, glaube ich, sehen lassen können. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.